Willkommen zu den Linzer Sommergesprächen. Heute haben wir den Alexander Jäger, den Sprecher der Initiative Retten wir den Grüngürtel, der Bürgerinitiative Retten wir den Grüngürtel, ehemaliger FH-Professor für Bio- und Umwelttechnik, wenn ich das richtig erfasst habe, und ja, einer der Köpfe, die dafür kämpfen, dass der Linzer Grüngürtel erhalten bleibt. Guten Alexander Tag. Jäger, es geht ja um 100.000 Quadratmeter im Grüngürtel, die umgewidmet werden sollen hier bei der Uni und die neue Digitaluniversität. Aber es wird wohl auch um andere Bauprojekte gehen, die hier noch reingedrückt werden sollen. Sie sind einer derjenigen, die sich gegen diese Pläne vehement wehren. Warum? Grundsätzlich ist es ein Projekt, das absolut aus der Zeit gefallen ist. Die Gründe, also die Baugründe, um die es geht, sind das sogenannte Grüngürtel um Linz. Das ist ordnungsgemäß, per Verordnung, ein geschütztes Gebiet, das nicht bebaut werden darf, keine Verkehrsmaßnahmen. Das ist der Hauptgrund erstmal. Also das sind die Grundsachen. Ja. Aber Gründe, wieso das Ganze nicht bebaut werden soll, sondern dass wir wollen, dass es woanders hinkommt, das ist vielfältig. Sie sammeln mit Ihrer Bürgerinitiative Unterschriften, um diese Umwidmung noch zu verhindern. Wie geht es Ihnen damit? Wie ist der Zuspruch? Also wir haben weit über 7.000 Unterschriften gegen diese Bebauung bekommen. Das ist sensationell für für die kurze Zeit und für die mangelnde mediale Präsenz. Wir sammeln allerdings auch nicht nur Unterschriften. Mittlerweile läuft ein Umwidmungsverfahren. Die Pläne liegen auf im neuen Rathaus und jetzt sammeln wir oder initiieren. Wir wollen Bürger motivieren, dagegen Einspruch zu erheben. Es gibt ja, wenn man auch im Freundeskreis herumfragt, es wird kaum jemand geben, der sagt, ich bin dagegen, dass der Grüngürtel geschützt wird. Im Gegenteil, es gibt sicher satte Mehrheit dafür. Trotzdem medial ist das Echo doch relativ begrenzt, würde man sagen. Man liest hier und da was gegen diese Proteste, gegen den Kampf für den Grüngürtel, aber so richtig durchdringt man nicht. Woran liegt das? Erstens, es könnte medial sehr viel besser sein, aber es kamen Berichte in allen Printmedien in Oberösterreich mehrfach. Auch im ORF wurde darauf berichtet. Also es erregt Aufsehen, weil es eben auch so unglaublich ist. Presse funktioniert eben mit, sagen wir mal so, die Printmedien sind unter einem finanziellen Druck. Die Abonnentenzahlen gehen zurück, Haupteinnahmen sind Werbemaßnahmen, also Anzeigen. Und da werden die Herausgeber schon ein bisschen vorsichtig. Aber ich sehe das trotzdem nicht ganz so. Wir sind präsent, es könnte sehr viel besser sein. Linz bemüht sich ja immer, diesen Titel Klimahauptstadt hochzuhalten. Da gibt es auch andererseits Bemühungen mit Baumpflanzungen in der Innenstadt, jetzt diesen Hitzenotfallplan. Was sagen Sie denn grundsätzlich zum Weg von Linz als Klimahauptstadt, den Maßnahmen allgemein, der Richtung, dieser Widerspruch? Wie passt das zusammen? Also Linz war bis vor einigen Jahren fast Vorreiter, muss man sagen, in Sachen Grün. Aber die letzten 10 Jahre wurde Linz einfach abgehängt. Und ich denke, die Chancen, die Linz hat und das Potenzial, wird einfach nicht genützt. Also es ist im Moment kontraproduktiv. Es wird von Renaturierung geredet. Aber das ist extrem teuer und es ist sehr viel besser, das vorhandene Potenzial der Stadt zu nutzen, anstatt 100 oder sogar 200.000 Quadratmeter Grüngürtel umzuwidmen, gilt es, die Brachflächen in der Innenstadt zu nutzen. Und dafür stehen wir auch sehr, sehr ein. Je mehr wir uns kümmern um die Sache, desto klarer wird für die Digitaluni. Ich stehe sehr als Akademiker hinter der Digitaluni. Gibt es sehr viele bessere Plätze. Es wird eine Jahrhundertschance für die Stadtentwicklung für die Linz vergeben. Gründe gibt es, Baugründe bei der Post-City, auf der Union-Kreuzung oder hinter dem Bahnhof, hinter dem Design Center. Das läuft planerisch vollkommen falsch. Es gilt, die vorhandenen Flächen zu nutzen, sinnvoll zu nutzen und alles, was darum ist, vom Pichlinger See, wo gerade noch das Stadion verhindert wurde,
bis zum Froschberg, bis zum Freien Berg, bis zum Erhalt des Minigolfplatzes. Dann haben wir den Kreis hier geschlossen, dann nördlich vom Auhof, wo 200.000 Quadratmeter letztendlich sinnlos, sage ich jetzt, aufgerissen werden sollen, zubetoniert werden, ohne jegliche Vorbereitung, ohne jeglichen Variantenvergleich. Es gab ja den Vorwurf, ich glaube, der war vom Stadtrat Baumeister gekommen, sogar gegen Sie persönlich, ich weiß jetzt nicht mehr, ob das genau gegen Sie war, Sie wären zukunftsvergessen, weil man, wie kann man denn nur gegen eine Bildungseinrichtung sein? Wie ich eben sagte, wir stehen zur Digital-Uni. Und wenn man in Kreisen der ITU nachfragt, ja, Sie sagen, ein Standort beim Bahnhof, wo die Professoren aus Wien kommen könnten, die Studenten von überall, das wäre sensationell. Wenn man mit den Geschäftsleuten auf der unteren Landstraße redet, ja, dann wäre mein Restaurant wieder voll. Dann würden wieder Leute kommen, dann selbst in der Wiener Straße ist es auch, die warten auf eine Belebung und zum Beispiel südlich der Bahngleise wären Plätze, ich meine, die Wiener Straße würden aufleben ohne Rodung von Land, ohne Zubetonierung von Grundgürtel. Warum hält man so eisern fest an diesem Standort? Was glauben Sie? Der Herr Stadtrat Brammer hat auf mehrmalige Nachfrage bei der Präsentation des Masterplanes, da ging es ja um 200.000 Quadratmeter Grundgürtel, gesagt, er hat keine Alternativen geprüft. Ich habe keine Alternative geprüft. Ich werde keine Alternative prüfen. Die Gründe... Das ist ein ganz heißes Eisen, da müsste man den Grundstückkauf ganz genau anschauen, aber da geht es nicht. Wir wollen wir wollen Alternativen aufzeigen, wir wollen den Grüngürtel erhalten, wir wollen einen alternativen Standort, wir wollen, dass die Jahrhundertchance 6.000 Studenten, 5.000 bis 6.000 Studenten in der Innenstadt, die wollen wir nutzen. Und noch eines, bei der Eröffnung der Fachhochschule in Linz hat der Landeshauptmann Püringer gesagt, die Campuslage der JKU war ein großer Fehler. Er würde nie mehr eine Universität an der Peripherie machen, ohne Verkehrsanbindung, ohne Infrastruktur. Wir sitzen hier im Park der Universität. Da oben gab es zwei Gasthäuser, ein Restaurant, ein Feinkostrestaurant. Alles liegt da nieder. Es wurde alles geschlossen, es gibt hier keine Infrastruktur. Wie sollen die Studenten, wie wollen sie hierher kommen? Ich glaube, da fahren sie doch lieber gleich nach Wien. Und das ist Faktum. Viele Linzer Maturanten sagen einfach, ich gehe nach Wien und von draußen kommt niemand. Sie haben es angesprochen, Wien, der Bund möchte hier mehrere hundert Millionen Euro hineinpumpen, investieren. Gibt es mit der grünen Ministerin Gewessler, die stellt sich ja immer gegen Projekte, die Bodenversiegelung betreffen, sprich zum Beispiel der Bauautobahn, hat es da ein Konzept gegeben oder man hört von ihr gar nichts oder gab es da gar keinen Kontakt? Es gab schon Kontakte, aber im Moment geht's, also wir sind nicht politisch aktiv, wir sind überparteilich und es gibt auch die Befürworter aus allen Parteien. Wir wissen, den einzigen Hebel, wo wir jetzt als Initiative ansetzen können und wollen, sind die Abstimmungen im Gemeinderat. Der Gemeinderat entscheidet über die Umwidmung. Und die Gemeinderätinnen haben die Entscheidungsbefugnis. Und da kann kein Bundeskanzler, keine Bundesministerin mitreden und das würde auch dem Selbstverständnis der Stadt Linz widersprechen. Ja, also das wäre fast kontraproduktiv, würde ich sagen. Ja, und jetzt kommt es ja am 26. September höchstwahrscheinlich, sicher steht auf der Tagesordnung, kommt es zu diesem Beschluss, wahrscheinlich mit einer Mehrheit, so wie es ausschaut, von SPÖ und ÖVP. Das wären dann, wenn die Kleinen alle dagegen stimmen oder sich enthalten, 33 zu 28 Mandate. Was kann man denn jetzt noch tun in diesen verbleibenden 5 Wochen oder was können Sie tun, um da das Blatt noch zu wenden? Wir versuchen als erstmal zuerst zurzeit diese rechtswidrige Umwidmung zu stoppen. Es gibt Verordnungen, es gibt Gesetze. Die Umwidmung
enthält keinen einzigen Straßenbau, sie enthält kein einziges öffentliches Verkehrsmittel, es wurden keine Bodenuntersuchungen durchgeführt und. Es widerspricht mehreren Gesetzen. Es geht darum, erstmal diese Umwidmung zu stoppen. Und als zweites dann, also am besten wäre es, wenn diese Umwidmung erst gar nicht zur Abstimmung käme. Und ansonsten glaube ich an das unverbesserlich Gute, an die Vernunft aller Gemeinderätinnen. Viele lehnen den Dialog ab, aber ich glaube an den Vernunft und habe die Hoffnung, dass es in einer geheimen Abstimmung drei der Gemeinderätinnen umkippen, sage ich, oder sagen wir mal so, ihre echte Meinung per Abstimmung zum Ausdruck bringen. Denn in der ÖVP, in der SPÖ gibt es viele, viele, viele Abgeordnete mit grünen Gedanken. Bei vielen wird diese Umwidmung abgelehnt. Viele waren schlecht informiert, dass nie geprüft würde, dass die Alternativen, ja. Und so hoffe ich einfach, dass das sich eines Besseren besinnt. Ja, aber geheime Abstimmung wird es ja nicht geben, soweit ich weiß, braucht man da Mehrheit dafür, um das überhaupt durchzuführen, oder wird da schwierig werden wahrscheinlich, oder? So arg stecke ich nicht drin, aber ich glaube an das unverlässlich Bessere. Und wir sind alle überzeugte Demokraten. Wir arbeiten nicht mit Zwängen bei Abstimmungen, aber das sind die Hoffnungen. Und dann wird es weitergehen. Wir werden jede Bauanordnung werden wir versuchen, mit der Öffentlichkeit zu verzögern und zu verhindern. Ja, und ich kann jeden nur auffordern. Informieren Sie sich, erheben Sie Einwand gegen die Bau. Es gibt eine Volksabstimmung dagegen, einen Bürgerentscheid. Nützen Sie den Bürgerentscheid und dann wird es einen zweiten Bürgerentscheid geben. Und die Mehrheit der Linzerinnen, das haben wir gesehen, von ganz Linz, das ist ganz wichtig, ist gegen diesen Bau. Die Mehrheit aller Linzerinnen im Süden, Norden, Osten, Westen, die in Wien studieren, sie sind alle für den Erhalt des Grüngürtels. Und die Mehrheit der Wirtschaftstreibenden in der Innenstadt ist für eine Alternative der Digitaluni in der Innenstadt. Seitens der Stadt wird ja behauptet, es hat eher eine breite Bürgerbeteiligung gegeben. Es gibt auch andere Projekte wie Zukunft Klostergarten. Da wird seitens der Stadt gesagt, es hat das kooperative Verfahren gegeben, alles in eingebunden. Jetzt kommt immer mehr raus, dass die Bürgerinitiative dort überfahren worden ist, mehr oder weniger, oder in vielen Dingen gar nicht eingeweiht war. Warum klafft das so auseinander? Die Stadt sagt, es passt alles. Wird das als Feigenblatt missbraucht, dieser Begriff mit Bürgerbeteiligung und kooperative Verfahren? Oder? Es ist eindeutig nicht richtig. Es ist ein Feigenblatt. Gehen wir einfach hier zur Umwidmung des Grüngürtels. Die Bürgerbeteiligung war eine Präsentation des Masterplanes, der angekündigt wurde an der JKU, ist eine Vernissage dieser Präsentation der Pläne. Es war nicht gesagt, wo, es wurde nicht angegeben, wann. Und erst auf lange Suche haben wir dann rausbekommen, es ist abends 19 Uhr im Loft der Bibliothek. Und es wurden die Leute nicht eingeladen, ganz wenige wurden eingeladen. Das heißt also, es sollte quasi im Geheimen sein. Und der Herr Stadtrat Brammer, der die Initiative, also diese Vernissage geleitet hat, wollte dann den über 200 Anwesenden persönlich einzeln die Pläne erklären. Absolut unmöglich. Am nächsten Tag wurde das Ganze dann umgezogen in die Kepler Hall, ja, und dann war das Ganze beendet. Also es war wirklich nicht niederschwellig, es war nicht groß angekündigt, nicht öffentlich. Diese Bürgerbeteiligung ist ein Feigenblatt. Bürgerbeteiligung sieht anders aus. Jetzt gibt es auch dieses S-Bahn-Projekt, das wird auch dort durchführen und weiter durch das Naherholungsgebiet Donaudamm. Da befürchten viele, das Begleitgerinne könnte zugeplattet werden. Gibt es verschiedene Ideen anscheinend. Die Trasse wird da das gesamte Naherholungsgebiet in Mitleidenschaft ziehen. Unterirdische Trasse wurde anscheinend gar nicht geprüft. Hier gibt es aber eigentlich gar keinen spürbaren Protest aus der Bevölkerung, beziehungsweise wird wenig über das Projekt verraten. Gibt es da einen Unterschied zwischen guter und schlechter Umweltzerstörung, weil eine Bahn gebaut wird?
Das glaube ich nicht. Die Pläne sind ja sehr vage. Es gab einmal, die sind schon sehr weit fortgeschritten. Aber mit jedem, dem man spricht, auch von Seiten des Naturschutzbundes, auch innerhalb der Stadt Linz, bisher erscheinen sie undurchführbar, wobei wir einen echten Zusammenhang haben mit der Digitaluni. Dort soll ja diese Stadtbahn hinführen. Ja. Die Stadtbahn wird in absehbarer Zeit nicht kommen. Und ich meine, was wir brauchen letztendlich, ich meine, es geht, ist die Bevölkerung, wie soll ich als einzelne Person eine Initiative gründen? Wie kann ich mich wehren, wenn ich nicht eingebunden werde, wenn die Bevölkerung nicht von vornherein eingebunden werden? Es gab keinen Variantenvergleich in der Presse. Wo könnte das sein? Die Bürger werden nicht eingebunden. Es poppt bei den Bürgern auf. Wenn es groß, dann, wenn es um die Unwidmung geht, dann merken wir es und dann müssen sich Bürgerinnen finden, wenn der Druck zu groß ist, wenn die Beeinträchtigung zu groß ist. Ich denke, und das sage ich voraus, es wird für die Stadt Linz immer schwieriger, für jeden hier, solche Dinge wie die Umwidmung in Ohlsdorf einfach kalt durchzuziehen. Aber wenn der Druck groß ist, wenn die Betroffenheit sehr nahe ist, dann passiert es. Aber zur Stadtbahn, sie ist toll, ja, aber nicht im Naturschutzgebiet, nicht im Hochwasserdamm, nicht im Entlastungsgerinne. Es ist nicht mal klar, ob es durch die Autobahn durchgeht, drüber, drunter. Es ist einfach eine PR-Maßnahme, die sinnlos jetzt mal hinausgegeben wird, wobei ich sehe schon einen Zusammenhang, ja, zwischen dem plötzlichen Zusage des Bundes, für die Stadtbahn und der schnellen Planung für den Grüngürtel. Aber da lässt man sich immer die Zustimmung abkaufen. Aber der eine sagt, naja, okay, da höre ich jetzt auf, das ist zu politisch ich prophezeie, es wird nicht mehr so einfach sein. Und es ist auch so, es laufen gerade Maßnahmen zur Gründung einer grünen, einer Umweltplattform, die sich versucht, diese vielen, vielen Gräueltaten in Sachen Ökologie in Linz aufzunehmen, den Betroffenen oder allen Interessierten anzubieten, sich zu organisieren. Und das wird kommen und es wird immer schwieriger. Und da sage ich, also die Betroffenen in der Verwaltung, in den Behörden, in den Städten, beim Land, sie werden sich schon ein bisschen, sie werden nachdenken müssen, sage ich, und wirklich Alternativen besser prüfen, denn es reicht einfach der Bevölkerung. Wir leiden alle. Die Leute sterben an Hitzschlag. Die Leute leiden. Das soziale Leben bricht zusammen im Sommer. Es wird sich einiges ändern. Das wäre meine letzte Frage gewesen, aber das haben Sie jetzt schon ein bisschen vorweggenommen. Gibt es etwas, was Sie positiv in die Zukunft blicken lässt, um diese Bodenversiegelung, die immer in Linz ungehemmt fortschreitet, trotz aller Vorzeichen, gibt es da positive Signale, eine positive Entwicklung, muss ich sagen, da kann man sich dran festhalten. Das war wahrscheinlich das, was ich gesagt habe. Wenn man mit den Gemeinderätinnen spricht, so viel Offenheit habe ich nie gesehen. Es wird sich ändern müssen, leider, weil sich das Klima ändert. Es gibt ein Umdenken und hier ist das Fass jetzt eindeutig zum Überlaufen gekommen und es geht einfach nicht so weiter. Und ich weiß, dass es den Gemeinderätinnen, den Abgeordneten auch nicht egal ist. Von allen Parteien. Dann sage ich herzlichen Dank fürs Gespräch und ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Bemühungen. Danke.